War auch unglaublich lecker. Und als Hauptgericht habe ich dann was genommen mit Tofu, auf Tofu-Basis. Ja, ist klar. Ne? So, und da habe ich dann so grüne Curry-Avocado-Soße mit Jasminreis. War auch richtig geil. 10,50 gekostet, also Preis-Leistung stimmt. Ambiente stimmt, sehr, sehr nett. Gut, beim Bier haben sie sich geirrt. Ich habe einmal das Tiger genommen, 0,5er vom Fass. Habe ich noch nie vom Fass getrunken, war lecker, war lecker. Viel, viel besser als aus der Flasche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mal wieder so ein Kandidat. Und was habe ich dann noch genommen? Als zweites habe ich einen König Ludwig Dunkelwarde gewesen und die haben das als Schwarzbier verkauft. Ich so, was ist das denn, ey? Aber da muss ich auch sagen, also da schmecken mir die aus Tschechien ehrlich gesagt besser, so diese, wenn ich da an das St. Jaro denke oder so, wie sieht nicht der König Ludwig da, nichts gegen die Bayern, ja, die machen gute Biere, aber das ist, oh, hier, Emma, hallo Emma, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Machen wir hier wieder Kühe hier. Haben wir schon Kühe, ja, ne? Ich glaube schon. Oh, so, jetzt ist hier die nächste Ravine, die jetzt sogar war. Okay, die sieht aber merkwürdig aus, da müssen wir uns mal angucken. Was denn das für eine? Das verstehe ich jetzt gerade nicht hier. Die hört hier auf und die hört hier auf, oder? Ach, da unten geht es auch noch mal rein. Also ich glaube, die hängt zusammen. Das müssen wir uns dann mal ein bisschen genauer angucken. So, gut. Also hier haben wir erstmal soweit unsere Ruhe. Das nehme ich hier so mit noch. Genau, dann können wir das hier drin lassen. So, und jetzt sieht es hier so von der. Da guck mal, das sieht ja schon mal viel ordentlicher aus. So, hier oben das Gelumpe, da das nehmen wir auch mal weg. Das machen wir mal alles gerade hier. Und dann können wir hier auch schon mal Bäume hinpflanzen. Und was ist das hier gewesen? Hier ist irgendwie so eine Höhle oder was ist das hier? Ach, das war so ein Durchgang. Ja, das würde ich. Ach, Hajemine, wo kommst du denn her, mein Freund? Ha, wie bei Unlimited World. Außer, dass hier Sachen kaputt gehen. Ja, das lasse ich so. Hier müssen wir nur ein bisschen ausleuchten erstmal. So, ja. Aber das lasse ich so. Das können wir uns später drum kümmern. Will ich jetzt erstmal nicht zwangsläufig machen. Genauso wie diesen Bereich hier, den lasse ich. Aber so bis hierhin würde ich ganz gerne erstmal befreien. Weil hier setzen wir dann Bäume hin und das machen wir dann neu. Ja, um das Thema abzuschließen mit dem Vietnamese, war wirklich sehr, sehr lecker gewesen. Preis-Leistung hat auf jeden Fall gestimmt. Gut, ja, hätte ein bisschen mehr auf dem Teller drauf sein können, gebe ich zu, aber ich bin nun mal auf verfressen, ne? Und, aber was mich ein bisschen gestört hat, wenn ich ehrlich bin, ich hätte es mir gerne ein bisschen gewürzter, also original vietnamesische Küche, hätte ich mir gewünscht. Das heißt, ein bisschen mehr Chili, ein bisschen mehr Gewürze. Weil das war mir ein bisschen zu fad. Also ich hätte ja fragen können, ey, komm, mach mal ein bisschen schärfer, hier mein Freund. Ja, das wäre so mir lieber gewesen, aber naja, sollte halt nicht so sein. Ne? Mein Vater meinte auch, gut, der ist ja auch scharf, ne? Als Italiener, ist klar. Aber das ist halt so, war schon ein bisschen mager. Ja, uns kann eh nichts mehr irgendwie. Also seitdem wir diese komische Chili da aus Italien gehabt haben, da, wie hieß die, Carolina Reaper oder so, da war eh aus. Also das war so, also die kann ich nicht pur essen, Freunde. Das war wirklich, da ist eine Grenze erreicht. Bei der Carolina Reaper ist bei mir die Grenze erreicht. Ich habe wirklich gelitten. Das war richtig scharf, Freunde. Das war richtig scharf. Das war jetzt mal, also da ist ein Habanero ja ein Scheißdreck gegen. Also das ist ja wirklich, das war übel. Soll ja auch mal, wenn ich das richtig verstanden habe, die schärfste Chili der Welt gewesen sein. Also ich habe mich wirklich gewundert, dass sie einfach so verkauft worden ist im Supermarkt. Einfach so im Regal beim Gemüse. Na gut, ist halt Italien, ne? Naja. Nee, war ja ganz lecker gewesen. Nur muss man natürlich aufpassen, ne? Wenn es so scharf ist. Ja, dann sind wir dann abends nach Hause gefahren. Haben wir da noch ein bisschen rumgeschnackt, ne? Und ich war dann auch eigentlich doch recht satt. Also ich habe dann abends nicht mehr viel gegessen. Das war dann eigentlich so, ja, dass man doch eigentlich ganz gut gesättigt war. Ob das jetzt nun gesund ist, weiß ich nicht. Muss man gucken. Also diättechnisch würde ich mal sagen, nicht, weil auch Kokosnussmilch, dann das Ganze. Was ist das hier? So ein Baum, ja, den müssen wir wegnehmen. Okay, hier ist auch ein bisschen komisch. Der muss noch weg. Und wie gesagt, Öl ist ja da auch drin oder so. Ne? Ich meine, Gemüse hat wahrscheinlich nicht so viel Kalorien, gehe ich mal von aus. Aber so, ob das jetzt so gesund ist, keine Ahnung. Also da kann ich euch keine Auskunft geben. Also ich habe bei Weight Watchers Auswärtsessen eingetragen und das sollte eigentlich reichen. Ja. Nee, war ein schöner Abend gewesen. War doch so schön gechillt. Genau. Ja, die Woche war generell sehr gechillt. Also, ja, ich habe viel Streams, wie gesagt, geguckt beim VZappi und beim Drachen, der hat ja auch einen Stream gemacht. Gruß geht raus. Ne, auch schön Unlimited World. Und
Ja, es ist cool, also. So, was machen wir denn hier, Leute? Was wollen wir denn hier machen? Erstmal das weg, würde ich sagen. So, und dann können wir auch schon anfangen. Hier mal mit ein bisschen Terraforming. Und zwar würde ich den Berg hier ganz gerne mal ein bisschen bearbeiten. Bisschen was wegnehmen, bisschen was dazunehmen und dann auch schon mal die Bäume holen. Und zwar hole ich mir jetzt erstmal Fichte, würde ich sagen. Und dann können wir auch schon mal die ersten Fichtenbäume da so pflanzen. Und einen Aufstieg hätte ich ganz gerne, wie man hier besser hochkommt. Das würde ich ganz gerne so aus Cobblestone machen. Ja, so ganz urig, so ganz, so ein bisschen so vom Design, so wie der. Und eine Schaufel bräuchte ich mal. Ach Mensch, ich würde das ja am liebsten ja gleich einsortieren, aber. Oh nee, 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 wo mache ich denn das hin? Ach komm, ich baller mal den ganzen Kram hier erstmal so rein, wie immer, und dann sortiere ich das, wie immer, weil habe ich jetzt keine Lust. Ist da eine Schaufel durch Zufall drin? Nee, ne? Aber wir haben bestimmt eine Schaufel. Hier ist bestimmt irgendwo eine Schaufel drin. Da ist auch eine Diaschaufel, super, die nehmen wir mit. Und Erde habe ich bei. Da nehme ich mir mal noch ein Stack Erde mit. Werden wir bestimmt brauchen. So, hier ein bisschen Erde. Und dann würde ich mir ganz gerne die Setzlinge mitnehmen wollen. Setzlinge hier. Und da hätte ich ganz. Oh, wir haben nur 7 Stück. Das ist ja nicht viel. Also die würde ich ganz gerne mitnehmen wollen. Und ein bisschen Eiche können wir auch mitnehmen. Schwarzeiche fehlen auch noch. Setzlinge. Wir brauchen Setzlinge, Freunde. Da müssen wir uns mal ein bisschen Gedanken machen. So, jetzt gehe ich erstmal pennen. So, wir sind, glaube ich, in der Folge 200, Leute. Wir sind in der Folge 200. Yeah. So. Gut, und dann brauchen wir natürlich noch Stufen, da kommen wir nicht dran vorbei. Gucke ich mal nach, ob wir noch welche übrig haben vom letzten Mal. Ja, die haben wir wahrscheinlich weggedattelt, deswegen nehme ich mal die mit. Dann nehme ich mal die mit. So, und dann tauschen wir das mal kurz aus. So, dann werde ich mal kurz mal hier so von denen hier so ein paar machen. So, dann machen wir hier auch noch mal so ein paar. So, hier, zack. Mal gucken, was wir da so rausbekommen für lustige Sachen. Zack, haben wir erstmal, ne? Ja. Genau, dann machen wir uns einen schönen Weg. Ist da eigentlich eine Verzauberung drauf? Ja, Effizienzrep. Ach, da ist sogar Reparatur drauf. Ach, wieso benutzen wir die denn nicht? Was ist ja alles da. So, wo wollen wir denn den Aufgang machen? Ja, hier sieht ein bisschen wild noch aus, oder? Das sieht ja noch ein bisschen wild hier aus. Warum ist denn das so? Was hat denn da gefehlt? Warum ist denn, wieso ist da eigentlich Dirt und wieso ist da kein Stein? Soll das so sein? Ich mache das mal kurz weg. Ja, das können wir dann theoretisch auch so lassen. Sieht besser aus als mit den Dirtblöcken da drin. Hier würde ich ein bisschen Deko so machen, ganz normal. Und ich würde fast sagen, meine Lieben, wir gucken uns das mal von oben an. Mit dem Weg, das ist jetzt gar nicht so hoch. Oh, also hier müssen wir auch noch mal uns was einfallen lassen. Hier bauen wir eine. Freunde, wir bauen hier eine Garage rein. Wir bauen hier einfach mal so eine Garage rein. Habe ich da Bock drauf? Ja, ich glaube schon. So, hier machen wir es mal zu. Hier hinten baue ich eine Wand. So eine Dirt-Garage. Lass mich mal raten, ist dahinter was? Nö, das kann ich wegnehmen. Kann ich das hier wegnehmen? Ja, das kann ich auch wegnehmen. Okay. Das nehme ich weg. Das nehme ich weg. Das nehme ich weg. Das nehme ich weg. So. Jetzt mache ich hier erstmal so einen ganz normalen Weg rein. Irgendwann werde ich vorne rauskommen. Denke ich mal. Lalalala. Lalala. Huch. Ja, den Boden machen wir gleich. Ach, guck mal, da geht es ja auch schon raus. Prima. Dann haben wir hier so eine schöne Einfahrt. Und das ist Man at Arms so sein Parkplatz. Der Privatparkplatz. So, das geht ja schnell hier mit der Spitzhacke. Mit der Schaufel. Gut, jetzt müssen wir natürlich hier das noch wegnehmen hier. So, das geht weg. Da hinten, das geht noch weg. So, dann hat er hier so eine kleine Nische. Dann hat er hier so eine kleine Nische, wo er rinfahren kann. Mit irgendwas, mit irgendeinem Fahrzeug. Vielleicht ist es auch ein Lager oder so, ne? Das kann man ja so machen. So, hier mache ich erstmal sowas hier hin. Hier mache ich sowas hin. Hier mache ich sowas hin, sowas hin. So, der Rest kann erstmal so bleiben. Hier oben sieht nur ein bisschen wild aus. So, das können wir mal angleichen. So, so.
So. Ja. Mach das mal ein bisschen höher. Genau so. Machen wir hier noch so eine Ecke drin. Dann sieht es schon mal ein bisschen cooler noch aus. Hoffe ich zumindest. So. Schön abgehackt. So, und hier unten, ja, das sieht jetzt natürlich ein bisschen schräg aus. Das machen wir dann einfach so. Jawohl, das verbinden wir. So, ja, das ist doch schon mal was. Und dann würde ich ja fast sagen, dass wir den Weg so wirklich auch schon, ja, hier so anfangen. Hier so den Weg hin. Und das ist doch schon mal was. Machen wir das mal so. Da brauchen wir gar nicht viel, oder? Da brauchen wir jetzt nicht viel, Freunde. Angenommen, wir würden, gib mir mal die Schaufel. Wir machen hier einfach mal so einen Weg so ein bisschen. So. Gehen wir mal hier so rein. Und hier. So. Zack, 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 zack. Zack. Aha, jetzt ist hier fehlt ein bisschen was. Das ist aber nicht so schlimm. Dann setzen wir da einfach was Neues hin. Einmal weg, bitteschön. So, und wo gehen wir dann hier hoch? Hier gehen wir hoch, würde ich sagen. Und das machen wir durchaus hier mit diesen Dingern hier. Guck mal, wenn wir das hier so. Na, wo sind sie denn? Die wollte ich haben, genau. So, dann machen wir das hier einmal. Zack, zack, zack. Und hier auch nochmal hin. Und da auch nochmal hin. Und hier machen wir ein bisschen Dörte hin. So. Und dann können wir den Weg hier schön so irgendwie hier so nach oben. So, dann geht das hier so nach oben. So. Ja. Ah, jetzt geht das ja sogar. Früher ging das nicht. Da brauchte man immer die Grasblöcke. Oh, mach mal ein bisschen breiter hier, ne? Ja, das ist doch cool. Ja, das müssen wir ein bisschen breiter machen hier. Sieht noch ein bisschen so komisch aus. Ja, gut, dass ich mitgenommen habe. Erde, wir haben ja auch neue Erde dazu bekommen. Von daher passt schon. So, dann würde ich die ganz gerne auch noch, weil das sieht so eng sonst aus. So. Ja, perfekt. So, und jetzt geht's hier hoch. So, gucke mal. Zack, fällt gar nicht auf. Und hier können wir einen ganz geraden Weg machen. Hier machen wir einen ganz geraden Weg und der geht dann hier quasi an den ran. So, dann haben wir schon mal den ersten Weg ganz offiziell. Haben wir fertig, wie gesagt, da werden wir noch ein bisschen Deko machen. Zack. Udo, guck mal hier schön. Ne? So, gucke mal. Wunderbar. Hier machen wir auch noch ein bisschen was hin. Lalalala. So, das kann so bleiben. Würde ich nur vielleicht ein bisschen breiter machen. So. Ne, passen wir uns das Gelände halt so an, wie wir es brauchen. Genau. So, was ist hier jetzt los? Hier machen wir so. So. Vielleicht. So, ja. Hier ist ja dann die Werkstatt, haben wir gesagt. Oder der Raum da, wo man da halt irgendwie. Man macht das mal gerade. Und hier auch hier setze ich einfach mal das so dahin. Ein vielleicht dahin. So, hier machen wir mal die Schräge noch ein bisschen. So. Jawohl, das kann so bleiben. Hier machen wir auch noch einen schönen Abschluss rein. Machen wir ein bisschen verbreitern. So. So. Ja. Gut. Hier können wir schön bauen. Also hier würde ich ganz gerne schon mal einen Baum pflanzen. Ich werde mal hier so eine schöne Fichte da mal so nehmen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann würde ich den hier hinsetzen. Also genau in der Mitte da. Schöner Winkel. So, das kann eigentlich, kann das so bleiben. Oder wollen wir da oben auch nochmal so eine, so versetzt? Also sieht das gut aus, wenn wir das so versetzt machen? Nee, dann fehlt hier unten was, ne? Nee, das würde blöd aussehen. Das nehmen wir wieder weg. So. Dann machen wir was anderes hin. So, du darfst wachsen. So, und jetzt haben wir noch das nächste Problem. Wir wollten jetzt irgendwie einen Weg bauen, der da irgendwie so nach oben geht. Und da habe ich die Idee, dass wir hier vielleicht anfangen. Dass wir jetzt wieder sowas hier bauen. Ich mache mal drei.
So, den nächsten würde ich dann vielleicht hier so bauen. So schräg. Ne? Also so. Dann könnte man nämlich das schon mal verbinden. Also sowas hier. Ne? Und dann geht das dann hier halt irgendwie da in die Werkstatt fröhlich rein. Gucke mal. Zack. Ne? So ein bisschen natürlich. So. Ja, da können wir auch noch hier so einen Buppel da hinsetzen. Und dann setzen wir da noch einen Buppel hin. Und dann geht das da so rein. Hier hinten, das können wir meinetwegen. Ja, das machen wir wahrscheinlich aus. Wenn wir das so aus Cleanstone machen, ich glaube, das machen wir aus. Ach, schau mal einer an. Da ist ja was gewachsen. Ist ja toll. Haben wir einen Baum hier. Ja, der sieht ja wirklich phänomenal aus. Also, das ist da die Fichte für arme Leute. Beim Weihnachtsbaumhändler würde sowas dann für 9 Euro wahrscheinlich weggehen. Also, das ist ja wirklich ein Traum hier. Na, der sieht ja aber wirklich. Also, ich glaube, da baue ich mir einen neuen Baum. Nee, tut mir leid. Also, der sieht scheiße aus. Das ist der. Nee, Freund. Wir brauchen eh Setzlinge. Also, das ist ja. Nee. Nee. Nee, nee. Der geht mal gar nicht. Der geht mal so gar nicht. Warte mal, setz den mal nochmal hin. Der muss auf jeden Fall ein bisschen besser aussehen. So, ich mach mal jetzt diesen Trick hier, falls ihr das kennt, weil dann wächst der Stamm da durch und meistens sieht es ein bisschen cooler aus. Ich weiß ja nicht, wonach die Minecraft-Mechanik funktioniert, aber das ist schon ein bisschen. Nee, nee, lass mal gut sein. Lass mal gut sein. So, the next. Also. Der nächste wäre ja dann. Wo ist meine Platte wieder hin hier? Hier. Ach, wir haben ja auch noch die Steine mitgenommen. Die können wir dann auch nochmal benutzen. Hier, dann benutze ich jetzt mal so einen hier, so einen und so einen. So, und jetzt würde ich ganz gerne so schräg vielleicht nach oben. Ich werde erstmal den hier noch machen. Also so. Hier setze ich dann wieder so einen hin. Und so. Und jetzt so schräg, so dass man hier irgendwie so nach oben kommt. Zeig ich mal, wie kann ich denn das bauen? So vielleicht. Huch. Ich glaube, so kann man das machen. Der muss dann aber der weg. So, und hier würde ich dann das so machen wollen. Und hier machen wir einfach. Genau, wir können. Was mache ich denn hier? Bin ich doof? Guck mal, wir machen einfach sowas hier. Das geht ja auch. Können wir so machen, so. So, als. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist ja so dunkel. Mensch, wir müssen jetzt erstmal pennen gehen. Ist so dunkel, weil da kommen Monster. Ja, gut, wir können noch ein bisschen schnacken, Freunde. Ja, was ist denn noch so die Woche passiert? Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich so ein bisschen gechillt habe. Also sehr viele Streams geguckt, Unlimited World natürlich, Essen gewesen, ja, gearbeitet, ja, ganz klar. Und Freunde, ich habe mir mal wieder Gedanken gemacht. Ja, Freunde, jetzt machen wir ein bisschen Mode, jetzt machen wir ein bisschen Styleberatung. Und zwar, es ist immer lustig, Freunde, wie das so immer zusammenhängt. Ihr wisst das ja, ich habe euch das ja schon ein paar Mal erzählt, ne, so wie das immer alle zusammenhängt bei mir, dass ich zum Beispiel beim Kumpel war, ne, und der hat ein Tape mitgebracht. Ihr erinnert euch, ich habe euch darüber berichtet, wo es darum ging, so Mensch, die alten Rave Satellite noch mit Dancehall, Jugendradio, DT64, die alten Techno-Rave, ja, Acid House-Geschichten. Und ja, das war lustig, Freunde, weil ich wusste, war mir schon wieder klar, dass ich schon wieder angetriggert bin. Und dass es nicht lange auf sich warten lässt, dass man dann auch privat wieder hörst. Ne? So, das habe ich dann auch getan. Und dann habe ich mir immer so geguckt, so, was ist denn heute so bei den Kids so, bei den Techno-Kids so, was ist da heute los? Also, was hören die so, ja? Oder was tragen die so? Da habe ich mich so ein bisschen so schlau gemacht, sagen wir mal, so ein bisschen informiert darüber. Und das fand ich dann ganz witzig, weil siehe da, die Mode kommt wieder so ein bisschen zurück, habe ich so einen Eindruck. Also es ist jetzt nicht mehr so mit Staubsauger auf dem Rücken, mit Gasmaske, Trillerpfeife, BSR-Westen, so wie wir das so von früher kannten. Ne, manche Leute hatten ja wirklich eine richtige Schutzausrüstung immer an, wenn sie auf einen Rave gegangen sind. Ist ein bisschen gediegener heute, aber so diese, gerade durch diese Cyber-Goth-Geschichte, habe ich so den Eindruck, dass gerade so im Bereich Hardstyle oder so, da wieder so ein bisschen so dieser alte Rave-Look so rauskam. Ja? Und ich habe gesehen, so die Firmen, zum Beispiel die Apollo Million Dollar, die Geschichte, mit diesem fluoreszierenden Totenkopf da drauf, ne? Oder diese Hand und was es da so alles gab, so diesen Invaders.